bin geblitzt worden. Wie verhalte ich mich jetzt am besten? Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Henning Hartmann. Ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und für Strafrecht in Oranienburg. Es sind Massendelikte. Viele werden täglich geblitzt und bekommen dann Post von der entsprechenden Ermittlungsbehörde der Zuständigen. Und immer wieder werde ich gefragt, was mache ich jetzt eigentlich? Leider manchmal zu spät, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Deswegen heute folgender Hinweis. Sie müssen überhaupt nichts tun, um dem Tatnachweis, auch bei einem Blitzerfall, also bei einem Geschwindigkeitsverstoß, geht es um einen Tatnachweis, um zum Tatnachweis beizutragen. Das ist erstmal eine ganz, ganz wichtige Information. Viele füllen diesen ersten Anhörungsbogen, so heißt das, füllen den aus und liefern dann Informationen an die Ermittlungsbehörde, die ihnen später im Verfahren dann das Genick brechen oder zumindest nachteilig sind. Das geht los mit der Frage, wer hat denn überhaupt am Steuer gesessen? Ja, wir müssen noch gar nicht über die Angreifbarkeit der Geschwindigkeitsmessung reden, aber erstmal die Frage, wer hat denn überhaupt am Steuer gesessen? Ein Auto kann man nicht verurteilen. Schon da werden viele Fehler gemacht, wenn die Leute meinen, sich rechtfertigen zu müssen und dann, ohne es zu merken, ein Geständnis ablegen zur Fahrereigenschaft. Nicht? Ganz beliebt bei Sätzen, die mit ich anfangen. Ich wollte doch nur. Also merken Sie sich bitte, Sie müssen in so einem Bußgeldverfahren, genau wie in jedem anderen Strafverfahren, nicht beitragen. Sie dürfen, um es mal auf den Punkt zu bringen, Sie dürfen die Wahrheit sagen, Sie dürfen lügen als Betroffener und Sie dürfen gar nichts sagen. Und das rate ich Ihnen. Beauftragen Sie den Anwalt Ihres Vertrauens. Der soll Akteneinsicht nehmen. Der soll gucken, was liegt an Beweismitteln vor und wo kann man hier einhaken. Denken Sie daran, es geht unter Umständen um Ihren Führerschein. Auch die Bußgeldverfahren können sich dann, wenn Sie sich ansammeln, können zu einem Entzug der Fahrerlaubnis führen. Nämlich, wenn ein bestimmter Punktestand erreicht ist in Flensburg, also lassen Sie es erst gar nicht so weit kommen, versuchen Sie jedes einzelne Verfahren zur Einstellung zu bringen. Noch ein Tipp, wenn Sie eine Verkehrsrechtsschutzversicherung haben, dann zahlt die sämtliche Verfahrenskosten, dann ist die Führung oder die Verteidigung komplett kostenlos. Und wenn wir schon dabei sind, noch ein dritter Hinweis, es darf von dem Bußgeldbescheid grundsätzlich nur zu Ihren Gunsten abgewichen werden. Es darf nicht auf Ihren Einspruch hin dann kurz mal die Behörde noch eine höhere Geldbuße oder Ähnliches verhängen. Und im Hauptverfahren vorm Amtsgericht kann jederzeit Einspruchsrücknahme erklärt werden. Bedeutet im Ergebnis, gegen ein Blitzerfoto kann man sich wenden, ohne dass man was verlieren kann und ohne dass es was kostet, nämlich wenn eine Rechtsschutzversicherung eingreift. Haben Sie Fragen oder Anregungen, schreiben Sie mir gerne und abonnieren Sie gerne meinen Kanal durch den Knopf unterhalb dieses Fensters. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.